Liebe Fußballfans, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. An meiner Seite, wie eigentlich immer, Frank Buschmann. Und an meiner natürlich Wolf-Christoph Fuß. Und wenn es nach uns geht, dann wird hier auch gleich angepfiffen. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Ingolstadt. Bisher läuft die Saison gar nicht nach ihrem Geschmack. Beide Teams stehen weit unten in der Tabelle und wollen heute den Befreiungsschlag schaffen. Sie stehen hinten nicht gut. Das muss heute im Heimspiel besser klappen. Tja, sie müssen endlich besser werden. Vielleicht gelingt ja heute die Wende. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Meinst du, die Ingolstädter können sich festsetzen in der Bundesliga? Ich glaube schon, dass das Fundament des Clubs sehr solide ist. Wichtig wird sein, dass man in dem Projekt nicht zu schnell und zu hoch hinaus will und sich dann übernimmt. Wenn sie den Weg Schritt für Schritt weitergehen, dann kann das was werden. Leiten wird diese Begegnung Harald Fimmler. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Wird das seine Torchance? Da passt er auf. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Suttner. Und er bringt den Ball rein. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Fritz. Fritz. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt haben sie den Ball. Das wird jetzt Abschluss geben. Fritz. Junusovic. Max Kruse. Jetzt wird's gefährlich. Junusovic. Gutes Tackling. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Cohen. Tisserand. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Zur Ecke abgewehrt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Er steht gut und hat den Ball. Was macht er nun? Groß! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin.
Gebre Selassie. Jetzt sind sie am Ball. Da trennt er ihn vom Ball. Groß. Jetzt haben sie den Ball verloren. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Wird's jetzt gefährlich? Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Da kannst du jetzt die Möglichkeit. Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor. Fritz. Santiago Garcia. Cohen. Stark gemacht, das könnte was werden. Lecky, den hält er super. Er geht jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Er versucht's. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt wird's Ecke geben. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Pizarro. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Immer noch unentschieden. Sie sind in dieser Partie bislang ohne Gegentor geblieben. Gute Leistung. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Ball draußen, wird Einwurf geben. Gnabry. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Max Kruse. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Hier also noch mal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugt durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. Jetzt können sie jubeln. Lange hat es gedauert bis zum ersten Tor. Groß. Klasse Technik. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Groß. Santiago Garcia. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Es gibt hier Einwurf. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf.
das könnte die Chance werden. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Fritz. Sehr gut reingespielt. Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Moisander. Klasse Tackling. Das Dario Lezzano. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Gnabry. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie suchen die Lücke. Schöne Flanke. Tisserand. Wird's jetzt gefährlich. Gutes Zuspiel. Schussversuch. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Super Flanke. Lecky. Und er schießt. So, Buschi, jetzt gucken wir mal auf die Schussstatistik. Und wir sehen, dass sie hier führen, obwohl sie weniger Schüsse verzeichnen konnten. Einfach effektiver. Und jetzt haben sie den Ball. Christiansen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Lex. Jetzt könnte es gefährlich werden. Einwurf jetzt. Groß. Das muss der Ausgleich sein. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Max Kruse! Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Ecke jetzt und die Chance, alles klar zu machen. Janje. Abgepfiffen, abseits. Jetzt wird's gefährlich. Abwehr hat aufgepasst. Das Spiel ist aus. Es bleibt beim 1:0. Weniger Abschlussaktionen, trotzdem gewonnen. Da zeigt sich mal wieder, dass es vor allem auf die Qualität der Torchancen ankommt. Ja, effizient vor dem gegnerischen Kasten. Und damit gewinnen sie verdient. Der Sieg hier für sie doch ein wenig überraschend. Zu Null heute. Das wird ihrer Defensive richtig gut tun.